Herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013, zu Staffel 2. So, wir sind immer noch beim Feld pflügen und da hinten bei mir sehen. Mit Weizen leider, weil ich so blöd war und vergessen habe, es auf Raps umzustellen, aber naja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Fertig. Ich habe noch 29.000. Kann man damit nicht irgendwas machen? Also ist irgendeine sinnvolle Sämaschine kaufen, die es beschleunigt. Alter, was die hier alles haben. Da ist ja was. Nee, ich brauche keinen. Das muss oh. Das Ding ist verdammt groß, ohne Scheiß. 15 Meter. Wow, 2,1. Ernsthaft. Fällt der hier? 3 Meter. Ob sich der Kauf wirklich lohnt, das bezweifle ich irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da fahre ich gleich lieber noch die andere Ente weg. Und schau dann, was ich danach so alles habe. Als das eine Maschine zu kaufen, die wirklich jetzt nur 90 cm größer ist. Also breiter. Das finde ich ein bisschen Verschwendung an Geld. Aber bevor ich hier die Pflanzen verkaufe, da muss ich gleich mal kurz düngen. Wenn der Dr. Bauer da mal langsam fertig wird, da mit seinem. Ich dachte, ich ging jetzt hundertprozentig davon aus, dass er gegen den Baum fährt. Das kann die KI ja sehr gut bei LS. Dass sie sich schon den Baum fahren und dann auch gegenknallen. Einfach immer weiter drauf, leider. Immer weiter. Nicht anhalten, so, nö, wieso? Ja, scheiße.
Na, die Gruppe der Fläche kann ja auch schon sehen. Mit dem. Ohne dass er dort schon drauf gesetzt ist. Kann ja auch blitzen, wenn sowas passiert wäre. Vorsicht! Und das habe ich in der Hilfe auch noch gedüngt. Vielleicht wird es da auch ein bisschen schneller. Bam 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 bam. Ah, das sind Mückenstiche, ey. Obwohl wir Oktober haben. Ey, November. Nee, Oktober. Hab ich noch eine beschissene Mücke bei mir im Zimmer. Ich hab mir gestern Abend erstmal 3 Stiche, 2 in den Ringfinger und einen in den. Mit 2 im Mittelfinger und einen in den Ringfinger verpasst. Das ist viel. Damit arbeiten, das ist richtig eklig. Wie das Sense hat gejuckt und gekratzt, ey. Und die Finger ist richtig dick geworden. Ich hab kurz los. Ich finde sowieso die Mücken total unnötig. Einige Menschen meinen ja, Insekten, alles Leben hat einen Sinn auf der Welt. Gut, was für einen Sinn haben denn die Mücken? Menschen und Tiere zu nerven, oder? Naja, ich hab schon gehört, von meiner scheiß Fachkundelehrerin, Frau Schindelwutz. Ich sag mir nicht an. Dass man in einigen Ländern, ich schätze, das sind so die Asiaten, Mückenburger macht. Eine eklige Vorstellung, finde ich. Was ist der festen Meinung? Das wird das Essen in Zukunft, dass wir alle bald Insekten fressen werden. Na gut, wenn die jemand neu ist, warum nicht, ne? Ja, sie hatten Essen, ja, Essen nimmt doch schon alles. Okay, ja, ich weiß nicht, was ich in Mais verkaufe später. Das ist jetzt Weizen, genau. Oh, fast den ganzen Anhänger voll. Das ist ja mal eine nette Stadt. Das ist eine nette Stadt. Ah, ne, da. Ne, stimmt. Da hab ich was vergessen. Da ist jemand, was im Feld abgehen geht. Ich gehe davon aus, dass es, ich glaube, 16.000 waren. Oder 16.000. Startweizen.
fällt mir gerade ein, als ich heute mit meinem Chef und einem der BVBler in der Landstraße nach Segeberg gefahren bin, haben wir gesehen, wie um 5 Fan-Traktoren der großen Sorte entgegengekommen mit Hexogut, also nicht wie Hexogut, weiß. Und dann haben wir auch noch gesehen, wie sie gerade gearbeitet haben. Und da überall, da waren 4 oder 5 Jäger dabei und ja, bewegliche Jagdstände. Naja, ne? Das kann ja immer sein, dass da so Wildschweine bla aus dem Ding rauskommen. Und irgendwo langlaufen, wo sie nicht langlaufen sollen. Obwohl es ist auch eine Jagdsaison. Da kann ich sie hier auch was treiben. Ob jetzt Rehe oder Wildschweine, das ist wirklich egal. Der Hexer, den Fahnen gefällt mir. Das war jetzt kein Bikron wie hier, das war ein einer, das war von Clays. Der Gelb-Weißen. Ich finde allgemein diese Maschinen nicht schlecht. Sieht erstens gut aus, natürlich nicht schlecht an und ja, die nehmen so einiges weg. Schade, dass man sie ein bisschen Hexer nimmt. Guck sich das einmal an. Ich hab's schon dein Punkt toll. Ich hätte mir. Wenn ich Glück habe, kann ich leider auch. Wenn ich mir gleich diese riesige. Diese große Saatmaschine kaufen. Also jetzt nicht die für 155, sondern einer von den roten. Und die würde so irgendwie von Anfang erstmal reichen. Ja, ich weiß, dass das die 16.000 gewesen sind. Ne, 14.000. Okay. Aber ich war nah dran. So, bevor ich weiterfahre, muss ich gucken, wie der. Oh, da. Was sagt mir, was sagen die Preise? Gäste. Kostet 1000, bitte Bahnhof. Eine Mühle.